smile. Though your heart is aching, smile. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute ist für mich ein großer Tag, denn ich habe ein Vorstellungsgespräch in einem Zirkus. Wie aufregend, als Clown. Das Aufregende dabei ist, dass das eine Initiativbewerbung ist. Das heißt, ich gehe da hin und frage einfach mal, ob was möglich ist. Also ein bisschen Risiko habe ich heute mitgebracht, aber ich bin mir sicher, mit den Tricks, die ich in meiner Tasche habe, wird das grandios. Klasse. So, haben wir auch. Ich habe natürlich auch ein paar Witze mitgebracht, Freunde. Zum Beispiel, was macht ein Clown im Büro? Faxen. Meine Damen und Herren, diese Reise heute, dieses Video ist gesponsert von Daydelic. Ich bin heute Reveal. Klingt irgendwie wie so ein Horror-Abenteuer. Aber es kann ja nicht ganz sein, irgendwo. Es kommt am 6. März raus. Ist für die PlayStation 5, 4, für den PC, die Xbox One, Xbox Series X und S und auch für die Nintendo Switch. Danke an Daydelic für diese Möglichkeit, dieses Spiel vorab zu spielen. Und auch Grüße an Pixelsplit. Die haben nämlich das Spiel entwickelt. Falls ihr das Spiel übrigens spielen wollt, unten in der Beschreibung gibt es natürlich einen Link, ne? Das hier ist unser vertrautes Heim. Hier bin ich aufgewachsen. Und hier in der Ecke entwickle ich immer ein paar Gags. Aber ansonsten habe ich es hier eigentlich sehr gemütlich, ne? Schön großes Bettchen. Naja, hier sind ein paar Schäden entstanden, als ich mal wieder besoffen war, ne? Guck mal, das ist meine Lieblingsmusikbox. Von Generation zu Generation weitergeleitet. Ich habe auch einen perfekten Witz für diese Situation. Wie heißt ein Sonnenuntergang auf Finnisch? Helsinki. Die Sonne. Wow! Das ist der Schlafzimmerschlüssel. Okay, dann gehen wir jetzt mal raus, würde ich sagen, oder? Das hier ist der Rest meiner Wohnung. Wer hat denn hier die Lampe kaputt gemacht? Ach, Herr Jemine. Ja, und das hier ist mein Wohnzimmer. Wisst ihr, wer es ist? Helene Fischer. Ich mach den mal aus. Dory! Die spielt bestimmt wieder Guitar Hero. Hallo, Dory! Schön. Na, wer lacht denn hier? So, hier wohnt Dory, mein Opa. Ja, der steht auf so ein bisschen süße Kätzchen. Was ist denn das hier? Ja, Dory, mein Opa. I need to search for the key. So, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Sachen jetzt hier. Hm, hier ist eine Box. Ah, hier ist der Coin drin. Ja, gib mal her. Warte, warte, warte. Kommt der nächste Helene-Song. Das ist ja eine richtige Murmelbahn. Schaut mal, die blaue gewinnt. Ah, schöne blaue Murmel. Hier kann ich die Murmel reinlegen. Oh nein, jetzt muss ich das spielen. Oh, oh. Warte, warte. Warte, 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 warte. Hier? Zack. Und dann kriegen wir einen Schlüssel, habe ich recht? Ach. Ist das... Ah! Zähne. Soll ich die der Puppe hier einsetzen? Ja, hier unten kann man die Zähne einsetzen. Schischna, schnappi. Und schon sind die Plastikzähne drin. Zack. 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 Das ist wieder Schnappi-Spiel mit dem Krokodil. Oh. Ach, hier oben. Was ist das? Ah. Ja, pass auf. Jetzt kommen wir nämlich an das Buch hier. Schön. Dory, age 7. Naja, 77 wohl eher, ne? Ach, guck mal, wie schön. Hier, das bin ich. Also nicht ganz, ne? So, zack. Schön. Da ist anscheinend ein kleiner Unfall passiert. Oh. 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 Ah. Ach so, das ist, glaube ich, kein Traum, Leute. Das ist ja perfekt. Wir gehen schnurstracks zu unserem ersten Vorstellungsgespräch. Pass auf, ich habe auch hier, guck mal, da haben wir, upala, haben wir ein paar mehr von, aber pass auf. Warte. Wo wohnt die Katze am liebsten? Im Mietshaus. Im Mietshaus. Miau. Wir gehen erstmal hin. Oh, schön ist es hier aber draußen, ne? Ich frage mich, wer der Zirkusdirektor ist. Wenn der erstmal meine Witze hört, dann wird dem ganz anders. Sie ist weg.
Also, das, also irgendwas geht hier nicht gerade mit richtigen Dingen zu. Oh, da ist er! Oh mein Gott, der ist ja wunderschön. Auch schöne Umgebung hier. Welches... Welches sind die teuersten Tomaten? Geldautomaten. Alter, wie schön das hier ist. Guckt euch das mal an. Oh, ist das schön, Freunde. Ist das schön. Guck mal. Guck mal, da ist... Oh, ich fange dich gleich ein. Und wenn ich dir mit einer Schrotflinte ins Bein schießen muss. Hallo, ist hier jemand? Ich habe eine Verabredung für ein Vorstellungsgespräch. Naja, verabredet nicht, aber ich habe Lust auf eins. Guck mal, das will ich sein. Hier will ich rein, das Funhouse. Komme ich hier rein? Ich brauche einen Token. Vielleicht hier? Ah, jetzt kann ich zocken. Vielleicht hier? Check Fusebox in the back. Ja, ja, guck mal, ich muss, glaube ich, dem Kabel folgen. Den müssen wir erstmal aktivieren, den Automaten. Hier lang. Aha, hier. Oh, guck mal, hier ist so ein... Hier ist so ein Das ist ja der Hammer. So. Well, let's see if we can turn the power on. Hab ich's? Nee, warte. An. An. Oh. Nee, warte mal. Was ist denn hier? Warte mal. 1, 4, 7, 2. 1, 4, 7, 2, 5. Guck mal. 1, 4, 7, 2, 5, 3. Got it. Ich bin nicht nur witzig, ich bin auch klug. Was ist das Gegenteil, mein Herr, vom Reformhaus? Oh, Reh hinterm Haus. Reh hinterm Haus, nicht vorm Haus. Hallo. Der große Zohan will, dass du Sterzig abonnierst. Ansonsten wird Sterzig hier nie wieder rauskommen. Ach so, und Sterzig. Was denn? Scheiß dir mal so richtig ein, ja? Ja, bin ich doch dabei. Danke, Zohan. Okay, 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 was soll ich machen? Oh, oh, warte. Ey, pass auf, ich mache hier Weltrekord. Let's yes. go. Easy. Aber sollen wir jetzt aufhören, oder? Oh, geil, ich habe einen Token. Kann ich jetzt hier rein damit? Können wir jetzt hier einfach rein? Sehr gut. Ich bin so gespannt, ob ich hier jemanden treffe. Hallo, ich bin der neue Clown im Haus. Ich würde gerne hier anfangen. Ach, guck mal, die Lichter leuchten. Ihr Zäpfchen hier oben, ne? Hallo? Wo ist denn der Direktor? Hallo? Oh mein Gott. Was liegt am Strand und redet undeutlich? Eine Nuschel. Geht's hier zum Direktor? What the fuck? Der Direktor! Oh! Herr Direktor! Oh mein Gott. Herr Direktor! Oh, Herr Direktor! Alles gut, alles gut. Herr Direktor! Hier muss doch irgendwo jemand sein, der mir helfen kann, oder nicht? Da hinten war sie. Aber es sieht ja eigentlich ziemlich spaßig aus hier drin. Ich mochte früher immer solche Dinger. Alles gut. Dann gehen wir jetzt hier durch diesen Tunnel. Oh Mann, Alter. Ah, ist ja ein wilder Zirkus hier. So, guck mal. Wo bin ich, Alter? Diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Junge, das ist doch nicht mehr Teil von dem ursprünglichen Haus hier, oder? Sorry. What the fuck? Wach bin ich schon mal. What the fuck? Wo bin ich? Ich komme hier nicht weiter. Oh. Huh? Der Weg ist zu. Der Weg ist zu. Jetzt ist er nicht mehr zu. Dafür habe ich einen perfekten Witz. Gehen zwei Zahnstocher durch den Wald. Da kommt ein Igel vorbei, sagte der eine Zahnstocher. Jetzt pass auf. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Bus fährt. Ah.
Bus. Bei der Stange. Das ist perfekt. Ich gehe hier einfach durch. What the fuck? Dory, bitte! Wo ist der Direktor? Oh, ein Zug. Wo bist du? Bleib hier. Bleib hier, du kleiner Zug. Bleib hier. Ah, eine Tür. Ist sie neu? Fuck, Alter, wo zum Teufel gehen wir hin, Bro? Wait, Dory! Bleib stehen! Ist das eine Pole-Dance-Stange? Wo bin ich? Achso, hier ist ein Fahrstuhl. Es geht nach unten. Komm, machen wir uns nochmal schick, Leute. Alles ist gut. Alles ist gut. Das ist alles halb. Wir sind ins Horrorhaus gefahren. Deshalb. What the fuck? Oh, 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 oh. Es war mal ein junger Mann What und eine junge fuck? Frau, die sich an einen bestimmten Ort verliebt haben. Und jetzt? Okay, wo haben sie sich verliebt? Ich glaube im Urlaub vielleicht? Ich mach einfach mal hier. War das richtig? War das falsch? Oh Gott. Es war mal ein junger Mann und eine junge Frau. I guess der Zirkus. Die sich an einen bestimmten Ort verliebt. Okay. Schon kurz danach haben sie geheiratet und eine Tochter bekommen. Aha. Dory. Dory, Dory, Dory. Ich weiß doch wohl, wie meine... Ich weiß doch wohl, wie die heißt. Oh! Während sie aufwuchs, folgte sie glücklich den Weg ihrer Mutter. Wie auch immer, der Weg war nicht ohne Probleme. Geld war knapp so wie die Zeit, die sie gemeinsam hatten. Und so führte ihr Weg unvermeidlich ins Ende. Wie jetzt? Was soll das heißen? Was soll das heißen? Das hier? Welches Ende? Junge, was zum Teufel... Ich weiß doch selber nicht, wo meine Leute sind. I guess, ich gehe einfach mal hier durch. Wo zum Teufel bin ich? Oh Gott, ist das schrecklich. Oh mein fucking Gott. Ich will da gar nicht runter. Oh mein Gott, ich will da... Perfekter Zeitpunkt für einen Witz. Was sitzt auf dem Baum und ruft, aha, aha. Ein Uhu mit Sprachfehler. Okay, wie lange muss ich jetzt... What the fuck? Das ist doch safe nicht Teil von diesem Ausstellungsstück hier. Ich bewege mich nicht. Ich bewege mich nicht. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts... Geht's hier zum Direktor? Oh, fuck! Kack dir einen. Ey, süßes Gesicht, Bro. Oh, ein Spiegellabyrinth. Na, das kann ja was werden. Keine Angst vor Spiegeln haben. Ach, herrje. Rechts rum? Links rum? Ich gehe links rum. Oh, Mann, ey. Hallo? Ist hier der Direktor? Oh Gott, ist das schlimm. Wo soll ich lang? Hier? Hier komme ich gar nicht weiter. Okay, okay, okay. Hier rum? Hier ist zu... Oh, Mann. Ah! Oh! Oh, ein Kind! Wer klopft? Oh, Gott. Was Clowns nicht alles tun, ne? Kuckuck. Ach, ich weiß doch auch nicht. Da ist sie. Habe ich dich gesehen? Ich kann nur noch in einem Kreis rennen. Ich bin hier drin gefangen. Oh Gott. Oh Gott, ist das schrecklich. Hi. Dorothy? Nee, Debbie? Dobby? Dobby? Boah. Alles gut. Oh mein fucking Gott. Es ist alles gut. Ey, gar kein Stress. Bitte hört auf. Ah. Oh Gott. Mann, ist das hier die Aufnahmeprüfung irgendwie? Oder was? Was bin ich spielend? Okay. Daedalic, habt ihr euch beruhigt?
Wo bin ich? Warum liegen hier Gliedmaßen? Sind das Augen? Die Augen folgen mir. Jetzt ist die Frage, finden wir denn gleich den Zirkusdirektor? Ich sehe nichts. Oh Gott! Wir sind in Hogwarts! Hogwarts! Können wir heute zum See gehen? Bitte. Ich habe auch alle Hausaufgaben gemacht. Was? Hey, mir ist so scheißegal, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast oder nicht. Ich will einfach nur meinen Job. Welche Handwerker essen am meisten? Maurer. Die verputzen ganze Häuser. Oh, hab ich gespuckt. Soll ich jetzt hier die Treppe? Wer flüstert denn hier überhaupt? Wer flüstert hier? Okay, ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Mittlerweile habe ich hier kaum noch Farbe hier vorne an der Spitze, ne? Oh fuck, Alter, wo bin ich? Der große Sohan sieht, dass du nicht gefunden hast, wonach du suchst. Noch einmal, geh und finde die Wahrheit. Wo bin ich? Bitte kann ich gehen? Ich will nach Hause. Ich will wirklich nach Hause. Ich will gar kein Clown mehr werden. Ich sag euch wirklich, auch wenn meine Witze klasse sind, muss man einfach sagen. Ist das der Weg nach draußen? Ist das der Weg nach draußen? What the? Alles gut. Geh ich jetzt runter? Ich geh runter. Oh. Was essen Supermodels, wenn es schnell gehen muss? Ein Laufsteak. Oh, bitte? Oh, ich hatte den wildesten Traum. Wo sind jetzt meine Pillen eigentlich? Ich bin auch mitten in der Nacht aufgewacht, ne? Merke ich gerade. Hallo? Hat jemand meine Pillen gesehen? Martha! Wo ist Martha? Huch, kleines Erdbeben. Na gut, dann gehe ich mal nach oben. Hallöchen. What the fuck? Ach, die Pillen sind hier im Bad. Im Badezimmer. Zack. Gone. But that was Dory. Ich hab mir irgendwas im Rücken eingeklemmt. Bei dem Zusammenzucken gerade. Oh, scheiße. Ey, vielleicht ist der Job einfach nichts für mich, Alter. The stairs are all... Oh, nee. Oh, nein, ich bin noch drin. Oh, Gott, nein, bitte. Oh, nee. Oh, my fucking God. Huh? What the... Digga, was zum Teufel? Digga, was ist das? Bro, irgendein Becher. Soll ich jetzt diesen Becher finden oder was? Ey, ich sag euch ehrlich. Oh. Liebling, ich hab ne wirklich schlechte Zeit gerade. Könntest du mir sagen, wo dieser blöde Becher ist? What the fuck? Oh Gott, ich will doch einfach nur zum Zirkus. Digga, was zum Teufel? Hier ist er. Ich hab ihn. Okay, Martha, hey, es ist nicht so schlimm. Pass auf, ich erzähl dir einen Witz, Martha. Kommt ein Pferd in eine Bar, fragt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht... Calm down, Walter. It was just a dream. Or was it? Ich würde sagen, vielleicht bleibe ich einfach bei meinem bisherigen Job. Falls ihr das, was ich hier gerade erlebt habe, auch erleben wollt, der Link ist in der Videobeschreibung. Vielen Dank an Dedelic und Pixelsplit für dieses Spiel. Ich wollte ja eigentlich nur Clown werden, ne? Lasst ein Like und ein Abo da. Komm, einen machen wir noch. Treffen sich zwei Unterhosen, sagt die eine zur anderen. Warst du im Urlaub? Du bist so braun.